Und damit, meine Freunde, ein herzliches Willkommen zu einem kinoreifen Action-Game, weil genau das war das, was mich angesprochen hat bei diesem Game, denn es heißt The Quiet Man, wie ihr auch schon im Titel lesen könnt. Ja, es soll nahtlose Live-Action mit hohem Produktionswert geben und vor allem das Ding soll es in einigen Dingen sehr realistisch dargestellt sein und das Ganze soll sich alles in einer Nacht entfalten. Wir spielen den Protagonisten Dane und er will herausfinden, warum ein maskierter Mann eine Sängerin entführt hat. Das alles ist, wie man, der Name schon lauten lässt, ein Stummfilm in diesem Sinne. Klar, man hört teilweise, wenn es wichtig für uns ist, deutsche Untertitel und das ist auch ein weiterer Grund, warum ich es mal vorstellen möchte, ne? Wenn es euch gefällt, mache ich natürlich ein Let's Play draus. Oder wenn es mir gefällt. Ja, was gibt's noch dazu zu sagen? Unser Protagonist, wie man jetzt feststellen könnte, warum wir eigentlich nichts hören, liegt daran, dass er gehörlos ist. Ja, und jetzt bin ich ja mal gespannt, wie die Reise weitergeht. Hallo? Ja, schön. Darf ich jetzt hier noch weitermachen? Also da komme ich noch nicht so draus. So. Das sieht schon ziemlich geil aus. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Vielleicht komme ich jetzt hier mehr zum Reden. Aber ich möchte natürlich die Atmosphäre nicht mindern. Das sieht ja fast aus wie Leonardo DiCaprio, Mann. Nur. Ja. Ziemlich in jungen Jahren. Ich würde dem hier höchstens 17 geben. Maximal 18. Das sieht auch aus, als wäre das der Protagonist Dane. Ich habe mich nicht viel spoilern lassen über das Spiel. Die Wilden sind unterwegs. Aber wenn der jetzt wirklich gehört. Ja gut, der könnte Lippen lesen. Ich werde jetzt so 20 Minuten machen. Wenn es euch gefällt, lasst ein Like da. Am besten noch ein Kommi. Oder beispielsweise nur ein Kommi würde auch schon reichen, um mir zu zeigen, dass ihr das wollt. Lo chingué. ¿Cómo le dijiste? Lo chingué, pero bien. Dígame cómo. Le dije, vete a casa con mamá. ¿Cómo chingué? Yo. Wrong address, dog. No honor, no chao. What the hell, man? You stupid or very stupid? Muévase! Jetzt bin ich gespannt.
Hat der Kampfkunst gelernt? Bis jetzt muss ich noch nichts machen. Bis jetzt kommt es mir eher vor, als hätte ich einen Film vor meiner Nase. Ja, moin. Hallo. Kann er auch Deckung gehen? Holy Banoli. Dass ich hier noch was drücken muss. Also ich weiß nicht, ob mir die Aufmachung gefällt. Kann ich dich mal von vorne ansehen? Naja, so ein bisschen. Er hat alles gedämpft. Ist es wirklich so? Tritt in. Okay, ihr wollt es unbedingt wissen. Oh, nice. Mit X weicht man aus. Mit 3 kickt man, mit 4 schlägt man und mit Kreis hält man die Gegner teilweise fest. Das hat weh. Das tat weh. Aber ich komme hier noch immer nicht nach, muss ich sagen. Wir haben ja schon mal etwas Ähnliches gespielt, aber das fand ich damals besser, weil es wirklich, ja, man hatte eher nur die Auswahl, ja, was wollte man machen? Aber hier ist man jetzt irgendwie pausenlos am Prügeln. Hast du mich gerade getroffen, du Schimpansenarsch? Okay. Mit 4 geht man durch die Tür durch. Warum muss ich jetzt so viele bekämpfen? Das check ich nicht. Und diese Fresse sieht auch ziemlich scheiße aus. Also da hätte ich jetzt mehr erwartet.
Das Kampfsystem ist geil, aber an sich. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Schreibt's mal in die Kommentare. Die Worte entschwinden. Weil er fängt irgendwie an. Also es fängt irgendwie an. Er ist auf der Straße, geht irgendwie zum Zeitungsverkäufer, der sagt ihm dann, die Wellen sind na, am Start. Dann geht er in eine Gasse und wir dürfen prügeln. Und seither hatten wir nichts anderes eigentlich. Das heißt so viel wie, er dürfte hier nicht rein. Jetzt fängt die nächste Prügelei an. Scheinbar geht es um die Sängerin. Ein Rückblick, wie sie Klavier spielt. Er hört ja nichts. Oder hat er damals noch was gehört? Ich habe keine Ahnung. WTF, so viel Money. Oha. Er geht mit Drogen oder wie? Mit Kokain oder so. Aber wie gesagt, ich kann da nicht wirklich was mit anfangen momentan. Ultra geil umgesetzt, aber ich glaube, das Spiel spiele ich, sofern ihr das nicht sehen wollt, privat. An sich ist es interessant, aber das Gameplay lässt zu wünschen übrig. Ich hätte lieber einen interaktiven Film, der also bei dem man einfach Entscheidungen treffen muss. Was ist gut, was ist schlecht, no. Weil, ja, deswegen spiele ich jetzt eben so 20 Minuten, um eventuelle Entscheidungen doch noch zu sehen, was mich vielleicht wieder zum Spiel führen würde. Weil die Grafik kann noch so geil sein, wenn das Spiel ein falsches... Oder falsches kann man nicht sagen, aber ein scheiß Gameplay hat.
dann, naja, da wird er gehänselt. Ist das Dane? Okay. Hi Dane. Okay. Und so unter dem Motto, wenn du mich siehst, hast du verloren. Ich werde gleich noch Dragon Quest 11 machen, glaube ich. Da wäre jetzt cool, wenn man was verstehen würde. Aber ich denke mal, er vermittelt ihm die Sachlage. Ich würde jetzt nur gerne wissen, was das ist, aber es soll wohl ein Geheimnis bleiben. Und werden wir erst während des Games erraten können oder so. Vor allem Dinge steht auch, dass es sehr Interpretationssache ist, wie man was anguckt. Also es kann sein, dass ihr das Game anders wahrnehmen würdet als ich. Deswegen wäre so ein Game gut, wenn ich mehrere Leute auf meinem Kanal hätte, die das Spiel interessiert. Um natürlich auch unsere Ansichten auszutauschen. Ich glaube, hier hören wir auf, weil das ist schon mal ein guter Anfang gewesen. Jetzt werde ich noch warten, bis die Cutscene durch ist, oder besser gesagt der Ladescreen, und dann sehen wir uns entweder in Part 2 von diesem schönen Game. Ja, seht ihr, wir sind wieder hier back. Warte mal. Wir gucken uns mal kurz um. Ja, auf jeden Fall, was ich dazu schon sagen kann, es ist interessant, ja, wie gesagt. Aber was ich jetzt davon halten soll, ist jetzt fraglich. Man kann mit Gegenständen interagieren.
War das seine Freundin oder wie? Haben sie, ich glaube ich, ja. Und Scheiß hat die weiße Zähne. Gottesfürchtige weiße Zähne, Mann. Okay. Ja, wie gesagt, wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, sagt mir Bescheid. Ich gebe euch ungefähr ab dem Moment, wo es rauskommt, eine Woche Zeit, irgendwas runter, also drunter zu schreiben oder mir Likes zu geben, um zu sehen, jo, ihr wollt das Projekt weitersehen. Und dann sehen wir uns natürlich hier an derselben Stelle, der gleichen Welle wieder. Ich bedanke mich herzlich fürs Zugucken. Ist an sich, wie gesagt, ein cooles Game. Aber ich weiß jetzt nicht, ob es eher für den privaten Bedarf ist. Weil man natürlich, ja, nicht viel hört oder so. Aber gut, ich kann ja dazwischen sprechen. Das ist ja kein Problem. Vielleicht muss ich mir da auch noch was ausdenken, dass ich die Leute imitiere oder so. Keine Ahnung. Ihr könnt mir ja, wie gesagt, was in die Kommentare schreiben. Und dann sehen wir uns wieder, Freunde. Tüdelü!